Hallo und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Video auf eurem Lieblingskanal Keep Supernova. Mein Name ist Laffo und wir gehen gleich in eine saftig knackige Splatoon-Runde. Viel Spaß und los geht's. Wir sind in der Kofferfisch-Arena und schon geht's los. Und Kip hat die Farbe Pink und er prescht Moody nach vorne. Er hat den Doppelplatscher-Dingsbums. Also das ist dieselbe Waffe, die auch der Imperior hat. Also wer die Splatoon-Mangas kennt, der weiß auch, wer der Imperior ist. So. Und ja, er nimmt den Nebengang und schön einfärben. Einfärben ist, bringt ja Punkte und keine Kills. Wir haben hier ein paar Lecks, sehe ich gerade, aber das ist schnell wieder ausgeglichen. So, wir lassen es schön auch mal die Tinte regnen. Und haben schon die ersten Kills. Jawohl, genau so hört sich's. Und es regnet schön Tinte. Und wir haben gleich die Puff. Ja, von einem Sniper weggesniped. Moment, was ist denn das hier? Was machen Zock und am Killen? Am killte er Kip, aber diesen Zock nicht. Ja. Kennen die sich etwa? Na egal. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Kips Team ist momentan in Gefahr. Und wird schon wieder weggesplattet von einem Sniper. Trocken. Oh, was ist denn da los? Na los! Jetzt rufen die alle cool. Cool. Na los. Was macht Kips Team? Vor allem das Weg. Oh, ja, er versucht den Sniper auszuweichen. Der Feige da oben ist anscheinend nur auf ihn. Schon wieder zum dritten Mal. Ja, aber warum? Moment, die stehen nebeneinander und warum sniped er bloß Kip? Was ist denn da los? Irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. Aber Kip will keine Möglichkeit vorschützen lassen. Er will den Sniper direkt treffen und wird natürlich wieder getroffen. Aber daneben dran sitzt jemand aus Kips Team und jetzt. Nein. Bitte sagt mir, dass das nicht wahr ist. Der hat eine Squid Party gemacht. Und das Leute, die sich kennen und die sich einen Scherz erlauben und dafür sorgen, dass es. Oh, nein, also wenn ich eins hasse, dann ist es das hier. Das ist es wirklich das. Und Kip wird auch langsam sauer. Splatte ihn weg. Oh, wieder weggebombt. Na toll. Super. Die letzte Minute läuft. Leute, das ist echt richtig Shido-mäßig. Ja, Shido ist das. Wie kann man nur, dass da werden Leute, die nichts mit euch zu tun haben, verlieren hier Punkte und Rangpunkte in der Waffe. Ja, Kip macht jetzt Jagd auf diesen einen da, der Squid Party macht. Ah, das war Vincio. Ja, egal. Aber das ist echt. Also ich hoffe, dass dieses Video jemand von Nintendo sieht und sich auch diese Namen merkt. Thomas 006 und Tofu oder wie diese zwei Nasen da heißen, machen das Squid Party, die kennen sich anscheinend und sorgen dafür, dass jetzt da jemand verliert. Das ist echt, nein, also das ist ganz mies. Squid Party ist das allerletzte. Allerletzte. Na toll. Echt super gemacht. Nein. Also das war wirklich nicht cool. Das war echt nicht cool. Deshalb, es steht ja bald das Splatfest an. Nämlich, ich meine, am 20. August. Ja, was steht da? Oder 22. August sogar. Nämlich, was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Das Huhn oder das Ei? Und Kip wählt jetzt sein Team aus. Die Henne war zuerst oder das Ei war zuerst? Bei Henne ist, glaube ich, die Farbe weiß. Die Tintenfarbe weiß und beim Ei gelb, so viel ich sehe. Ja, welches Team möchte da beitreten? Team beitreten. Beitreten. Team Henne. Er nimmt Team Henne. Oder doch nicht. Ah, es ist am 28. August bis zum 24. August. Nein, er bricht ab. Er bricht ab und tritt dem Team Ei bei.
Ei bei. Ja, er trinkt dem Team Ei bei. Dann hat man auch ein gelbes Shirt, wenn ich richtig sehe. Es gibt ja viele Splatoon-YouTuber, die machen da draußen ein sehr großes Geheimnis und verraten gar nicht, welchem Team sie beitreten. Und erst dann, wenn sie streamen bzw. die Spiele zeigen. Aber nicht so bei uns. Wir sind transparent. Wir machen keine Geheimnistuerei. Warum eigentlich auch? Es ist ja nur ein Spiel. Und deswegen, wir sehen uns dann bei den nächsten Trainingsrunden zu Splatoon. Ich glaube, wir müssen jetzt ganz schnell dieses frustrierenden Momente vergessen. Aber ich werde zum Schluss noch ein paar schöne Splatoon-Bilder einfügen. Viel Spaß bei dem folgenden Endprogramm-Video und wir sehen uns dann bei dem nächsten Training wieder, wenn Kip dann für das Splatfest trainiert. Bis dann, habt euch wohl, bleibt gesund, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss!